Was geht, Corey hier und willkommen bei Einfach Bibellesen, der Serie, wo wir einfach die Bibel lesen und ich euch zeige, wie man einfach die Bibel liest. Macht das Sinn? Ich denke schon. Wir haben bis jetzt Markus 5, 1 bis 20 gelesen, wo wir gesehen haben, dass Jesus einen Dämon ausgetrieben hat in Tausenden von Schweinen, die den Hang runtergesprungen sind und sich somit selbst getötet haben und die Dämonen natürlich vernichtet wurden. Wir haben gesehen, dass Jesus manchmal was anderes für uns im Leben hat, als wir denken, was viel besser wäre, und zwar Zeugnis zu geben. Und wir lesen jetzt weiter ab Vers 21. Als Jesus auf die andere Seite des Sees zurückkehrte, versammelte sich eine große Menge am Ufer um ihn. Einer der Vorsteher der örtlichen Synagoge, ein Mann namens Jairus, kam zu ihm, fiel vor ihm nieder und bat ihn inständig, seine kleine Tochter zu heilen. Sie liegt im Sterben, sagte er verzweifelt. Bitte komm und lege ihr deine Hand auf, mach sie gesund, damit sie am Leben bleibt. Jesus ging mit ihm, gefolgt von einer dichten Menschenmenge. In der Menge war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an Blutungen litt. Sie hat in dieser Zeit bei vielen Ärzten Schlimmes durchgemacht. Ihr ganzes Vermögen hat sie eingebußt, um sie zu bezahlen, ohne dass es ihr besser ging. Es war sogar schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Sie kämpfte sich durch die Menge in seine Nähe und berührte den Saum seines Gewandes. Denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühre, werde ich gesund. Und im selben Augenblick hörte die Blutung auf und sie spürte, dass sie geheilt war. Jesus merkte sofort, dass eine heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Er wandte sich um und fragte, wer hat meine Kleider berührt? Seine Jünger sagten zu ihm, die Menschen umdrängen dich von allen Seiten. Wie kannst du da fragen, wer hat mich berührt? Aber er schaute weiter umher, um festzustellen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau auf ihn zu, denn sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich ihm zu Füßen und sagte ihm, was sie getan hatte. Und er sagte zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh in Frieden, du bist geheilt. Während Jesus noch mit ihr sprach, trafen Boten vom Haus des Jairus ein mit der Nachricht, deine Tochter ist tot. Du brauchst den Lehrer nicht mehr zu bemühen. Und ich denke, ich mache jetzt erstmal einen Cut. Und bevor wir wieder weitergehen, eine kurze Zusammenfassung. Also erstmal gibt es die Einleitung einer Story. Dieser Jairus kommt zu Jesus und sagt, hey, meine Tochter liegt gerade im Sterben. Kannst du bitte kommen und sie heilen. Also auch ein Akt des Glaubens. Aber dann geht es erstmal dahin. Auf dem Weg kommt eine Frau und fasst nur Jesus Gewand an. Und sofort wurde sie geheilt. Und sie war etliche Jahre vorher krank. Sie litt an Blutungen. Und so viele Jahre und so viel Geld und Ärzte, alles hat sie versucht. Aber sie hat von Jesus gehört. Und sie hat geglaubt. Und hat es nur angefasst und wurde geheilt. Und Jesus drehte sich um, hey, wer hat mich angefasst? Und sie hat sich dann auch erkenntlich gemacht und gesagt, ja, ich war's, ich wurde geheilt. Genau, und dann letztendlich kommt dann Männer von dem Jairus und sagen, wie heißt der eigentlich? Nicht, dass ich die ganze Zeit falsch ausspreche. Jairus. Kommen die Männer von dem Jairus zu Jesus und sagen, hey, hat es sich erledigt, deine Tochter ist gestorben. Okay, ich würde die Story mit dem Jairus erstmal in den Rand schieben und mich auf die Frau konzentrieren. Und was für einen krassen Glauben hat diese Frau. Ein Glaubensvorbild. Denn sie weiß, hey, wenn ich nur das Gewand anfasse von Jesus, der so eine Macht hat,
dann werde ich geheilt. Und genau das ist passiert. Und ich finde es einfach so bemerkenswert, so diese Art von Glauben. Und ich denke, das ist etwas, wo wir auch uns eine Scheibe abschneiden könnten, einfach diesen Glauben zu haben. Wenn Gott will, wenn Gott es will, dann kann er alles tun. Und ich muss nur in die Nähe von Jesus kommen und ich werde geheilt. Und eine Frage, die man sich dann auch selber stellen muss, ist so, glaubst du denn wenigstens, glaubst du überhaupt, dass Jesus kann? Dass Jesus heilen kann, dass Jesus das tun kann? Glaubst du das überhaupt? Glaubst du das überhaupt? Das ist eine Frage, die du dir stellen kannst. Denn das ist auch ein zentraler Punkt, so, um die Hoffnung zu haben. Glaubst du überhaupt, dass Jesus kann? Manchmal musst du 12 Jahre lang eine Krankheit durchstehen, aber glaubst du, dass Jesus kann? Und die beste Szene ist natürlich, wo Jesus sich umdreht. Und Jesus wusste natürlich, was geschehen ist. Aber ich glaube, er fragt manchmal Fragen, die so offensichtlich sind und auch für die Jünger. So, was macht's für die Jünger? Fragen so, hey, wie kannst du fragen, so wer das war? Dreh dich mal um, hier sind Millionen von Menschen. Also Millionen ist natürlich übertrieben, aber hier sind Millionen von Menschen. Jeder hätte dich anfassen können. Und Jesus hat schon wahrscheinlich so die Augen verdreht und so ey, diese Typen. Das war eine rhetorische Frage. Denn ich glaube, diese Frage ist nicht für die Jünger gewesen, sondern für die Frau selber. Und klar, ich bin mir nie sicher, so was die tiefe Intention von Jesus immer sind. Aber diese Fragen, ich glaube, sie sind aus einem bestimmten Grund da. Und ich glaube, in diesem Fall war sie auch für diese Frau gedacht. Um sich erkenntlich zu machen, um nochmal darüber nachzudenken, was da gerade passiert ist. Ja, und genau diese Frage hat Jesus gestellt. Die Jünger haben irgendwie gedacht, ja, wir sind schlauer als Jesus. Der hat nicht gecheckt, dass hier so viele Leute sind. Naja, wie auch immer. Das sind auch Sachen, die wir immer wieder merken, die Jesus tut. Diese Fragen, die für uns offensichtlich sind, oder diese Dinge, die er tut, die für uns so offensichtlich sind. Aber es hat meistens einen Grund dahinter. Meistens auch, dass Jesus einfach eine persönliche Beziehung aufbauen möchte. Einen 1:1 die Person kennenlernen und mit dieser Person reden und nicht einfach nur seine Heilung so ausgeben und nichts mit dieser Person zu tun hat. Denn er kümmert sich ja um die Menschen, die um ihn herum sind und die einfach in seiner Gegenwart sein wollen. Okay, gehen wir zurück zu dem Jairus, der ja gefragt hat, hey, kannst du zu meiner Tochter kommen, denn sie liegt gerade im Sterben. Und auf dem Weg ist das mit der anderen Frau passiert und jetzt kommen die Männer und sagen, hey, leider ist deine Tochter tot, lass den Mann, also Jesus, lass ihn in Ruhe, so, der kann jetzt eh nichts mehr anrichten. Und dass er nichts mehr anrichten kann, das sehen wir ja jetzt. In Vers 36. Doch Jesus ging über ihre Worte hinweg und sagte zu Jairus, hab keine Angst, glaube nur. Und das ist ja irgendwie der Theme dieses Kapitels. Glaube. 37. Er wies die Menge an, zurückzubleiben und nahm sich nur Petrus, Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus, mit. Als sie zum Haus des Synagogenvorstehers kamen, sah Jesus die aufgeregte Menge und die vielen weinenden und klagenden Menschen. Er ging hinein und sagte zu ihnen, warum sind alle so aufgeregt und weinen? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus, aber er schickte sie alle hinaus, zusammen mit dem Vater und die Mutter des Mädchens und seinen drei Jüngern, ging er in das Zimmer, in dem das Kind lag. Er nahm seine Hand und sagte zu ihm, Mädchen, ich befehle dir, steh auf. In anderen Übersetzungen heißt es auch noch das. Talita Kumi. Das heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Sofort stand das Mädchen auf und ging umher. Es war 12 Jahre alt und alle waren sehr darüber erstaunt. Jesus befahl ihnen, niemanden zu erzählen, was geschehen war. Und er sagte, sie sollten ihr etwas zu essen geben. Und hier sehen wir wieder,
der Glaube rettet und Jesus trennt von denen, die eh nicht glauben wollen und die willig sind zu glauben. Aber fassen wir kurz zusammen. Jesus ist zu diesem Ort gegangen, hat gesehen, dass viele Leute nicht daran geglaubt haben, dass da überhaupt noch was passieren kann, weil sie ist ja fleischlich tot gewesen. Aber Jesus lässt sich zwar auslachen, aber es juckt ihm nicht, denn er sagt, okay, hey, ihr wollt nicht glauben, dann könnt ihr auch nicht glauben. Und das haben wir auch schon in anderen Kapiteln gelesen und so ist das, und das lehrt die Bibel ja auch, dass wenn du auch keinen Willen dahinter hast, dann wirst du auch nicht glauben. Und er nahm nur eine kleine Gruppe seiner Jünger, ging zu diesem Mädchen und heilte es. Und Jesus sagt hier, dass sie nicht tot war. Oder dass sie nicht tot ist, sondern dass sie nur schläft. Und das ist so eine kleine Parallele zu dem, was eh mit uns passieren wird, wenn wir fleischlich sterben, dass wir in eine Art Schlaf fallen, bis wir alle zur selben Zeit wieder aufwachen, wenn Jesus wiederkommt. Aber wie gesagt, dieses Thema dieses Kapitels ist ganz klar Glauben versus Nicht-Glauben. Die Eltern haben natürlich, die haben gehofft, die haben geglaubt, also nicht nur Glauben wie, ja, ich glaube, dass morgen regnet, sondern auch diese Hoffnung darauf gesetzt, dass Jesus noch etwas tun kann. Aber die anderen Menschen darum herum, sie haben angefangen zu lachen und sie haben sich schon entschieden, dass sie nicht glauben werden, dass da irgendwas passiert, weil sie ist ja tot. Warum sollten wir jetzt noch glauben? Und da sehen wir einfach nur, dass Jesus und viel, wenn wir auch sehen, wieso er Gleichnisse spricht und so weiter und so fort, Jesus trennt die, die hören wollen, und die, die einfach schon ein verschlossenes Herz haben. Aber ja, das war's für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit Kapitel 6. Und ich hoffe, euch hat's geholfen. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie mir unten in die Kommentare. Vergesst doch nicht, einen Daumen hoch und zu abonnieren und was es noch so auf YouTube gibt. Und ja, bis dahin. Corey hier, ihr da. Alles klar. So, wir haben hier oben rechts wieder Markus Evangelium Playlist, alle Bibelstunden hier. Und hier ist ein Video, wieso ich an Jesus glaube.